Hallo Stefan. Hallo Heinrich. Schön, dass du da bist. Können wir dich vorstellen, den Zuschauern? Bitte gerne. Ich würde dich gerne fragen, wie es zu deiner Behinderung gekommen ist. Ich weiß, du hattest einen Autounfall. Ja, einen schweren Autounfall. Was bedeutet das für deinen Alltag, für deine Selbstständigkeit? Ich konnte also nicht mehr viel machen. Ich habe im Rollstuhl gesessen lange Zeit, da lange im Koma gelegen. Habe sprechen lernen müssen, laufen lernen müssen. Im Prinzip alles, wie ein Neugeborener. Jetzt sitzen wir hier zusammen, auch dank der neuen Innovationen. Wir haben hier bei dir zwei Versorgungen. Kommen wir erstmal auf die Fußversorgung. L300 Go. L300 Go. Ja. Die wird eingesetzt für deine Fußheberschwäche. Und da gibt es auch eine 3D-Bewegungserkennung. Gibt es, ja. Und du wirst muskulär über mehrere Kanäle stimuliert. Oh, das ist richtig, ja. Okay. Was bedeutet das für deinen Alltag? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich kann damit weiterlaufen, sicherer laufen. Ich falle weniger, also die Sturzgefahr ist fast beseitigt. Weiter, präziser, gleichmäßiger. Das klingt spannend. Das ist ein geniales Gerät, ja. Was haben wir hier oben? Hier haben wir die H200. H200, Wireless. Wireless, okay. Sehr schön. Da gibt's einen Stichpunkt, und zwar die funktionelle Elektrostimulation. Ja. Was hat die auf sich? Was macht die? Ich kann dank des Gerätes leichte Greifübungen machen. Ich kann einen normalen Übungsmodus machen, der dauert eine halbe Stunde oder eine Stunde, wie man es möchte. Und ich kann die Hand im Alltag einsetzen. Jetzt drücke ich hier auf diesen Trigger und dann geht die Hand auf. Jetzt habe ich 5 Sekunden Zeit, was zu greifen. Und dann geht die Hand zu. Jetzt geht die Hand zu. Und jetzt, indem man wieder auf diesen Knopf drückt, geht die Hand wieder hier? Auf. Okay. Ja. Einmal loslassen wieder. Ah, ich muss loslassen. Genau, und dann geht die Hand wieder auf. Das alles über die funktionelle Elektrostimulation? Alles funktionelle Elektrostimulation, genau. Spannendes Thema. Ich freue mich, dass es dich wieder zurück in den Alltag gebracht hat. Vielen Dank für deine offenen Worte. Gerne. Und viel Erfolg weiterhin.